es ist was gefallen, aber das reicht noch nicht. Alle 5 Jahre suchen die Schermbecker Schützen einen neuen Kaiser. Und an diesem Sonntag war es wieder soweit. Die Regentschaft von Sven Nüken endete. Wir haben nachgefragt, wie die letzten 5 Jahre für ihn waren. Ja, also die letzten Jahre als Kaiser, die letzten 5 Jahre haben mir super gut gefallen. Speziell die beiden Corona-Jahre. Gut, die lassen wir jetzt weg, aber ansonsten Kaiser in Schermbeck zu sein, ist das Allergrößte. Um 12 Uhr begann das Kaiserschießen. 23 ehemalige Könige traten an, um den Vogel runterzuholen. Dabei ging es in diesem Jahr ganz schnell. Schon nach wenigen Schüssen fielen die Insignien des Vogels. Dann um 12.38 Uhr machte Harry Daunheimer den entscheidenden Schuss. Es war der 86. Der schade Klaus Otto, du wärst ja links rein gewesen, aber wir haben einen neuen Kaiser. Der König von 1996 darf sich nun die nächsten 5 Jahre Kaiser nennen. Unfassbar, nach 26 Jahren das zweite Mal, allerdings als Kaiser. War das geplant? Nein, überhaupt nicht. Das kam wie aus dem Nichts. Direkt im Anschluss erhielt Harry Daunheimer die Königskette. Zudem fanden am Festplatz weitere Ehrungen statt. Darunter unter anderem die ehemaligen Königin, die in diesem Jahr ein rundes Jubiläum feierten, und der neue Jungschützenkönig.